Er ist zurück im Training. Miroslav Klose greift wieder an und kämpft sich langsam an die Mannschaft heran. Nach kleineren Wehwehchen musste der 33-Jährige zuletzt kürzer treten. Das Trainerteam will deshalb nichts riskieren. Es ist natürlich auch so, dass man mit Miro auch ganz sensibel auch verfährt. Aber man muss auch dazu sagen, dass er auch sehr, sehr gut trainiert hat, sehr intensiv trainiert hat und er ist voll im Soll. Verletzungen trüben den Optimismus von Miroslav Klose nicht. Er weiß, was auf dem Spiel steht. In seinem Geburtsland Polen und in der Ukraine soll nun endlich der Titel her. Bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 traf Klose jeweils 5-mal. Für einen Titel aber reichten seine Tore nicht. Also ich fühle mich sehr fit. Bin dann natürlich nicht bei 100%, kann ich noch nicht sein. Aber ich bin schon sehr weit und darüber bin ich zufrieden. Im südfranzösischen Tourette erarbeitet sich Klose seine Fitness, jeden Tag ein bisschen mehr. Ob einzeln oder im Team, bei ihm schauen die Trainer ganz genau hin. Das heißt also, wir beobachten genau, wie seine Leistung, wird ja alles aufgezeichnet, auch bei uns, die Fitnesscoaches, die wissen ganz genau, Tim Meyer weiß genau, wie im Moment seine Fitness, sein Zustand auch ist und ob man mehr trainieren kann, ob man vielleicht ein bisschen rausnehmen muss. Der 33-Jährige gibt sich betont selbstbewusst. Bis zu Gerd Müllers Rekord von 68 Länderspieltoren fehlen Klose noch 5. Doch auch er weiß, für eine EM-Nominierung zählen vor allem Fitness und Leistung. Ich weiß nur, dass ich alles abrufen muss, um fit zu werden. Und wenn ich fit werde, gehe ich davon aus, dass ich spielen werde. Aber für mich ist es wichtig, immer wieder diese Leistung zu bestätigen. Miro Klose kommt langsam in Form. Das freut vor allem Bundestrainer Joachim Löw. Denn zusammen wollen beide mit großen Schritten Richtung EM-Titel.